Hi Leute und willkommen zurück zu Spider-Man. Im letzten Part haben wir hier Ottos kleines Versteck gefunden, wo er an den neuen Spielsachen für die Superschurken gearbeitet hat. Und er hat irgendwie so einen Stadtplan, wo wir jetzt herausfinden wollen, was er da jetzt wirklich vorhat. Und ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Hier muss doch irgendetwas sein, was Ottos Pläne verrät. Das brauchen wir da. Geschafft. So. Versteckte Markierungen. Otto hat den Schurken befohlen, Oscorp-Gebäude in der Stadt zu zerstören. Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen. Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oscorp. Und wohl auch auf Norman. Was will Vulture auf dem Times Square? Electro zerstört Oscorp-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an? Und warum? Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Der gehört ebenfalls aus Korb. Hier fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ikarus! Das ist es! Null. Der Koffer war doch eben noch nicht hier, oder? Hallo, Spider-Man. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Ikarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Ikarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Ha! Für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne. Hey! Pete? Bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oscorps Teufelsart im Labor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay, bis bald, MJ! Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Die Spider-Man zu töten. Das war beinahe herzerwärmend, Electro. Der Knast hat dir richtig gut getan, hm? Weiterleben, Max. Wie immer. Wie bekämpft man den? Schießen! Lass mal deine Schaltkreise prüfen! Autsch! Meine Plomben! Betäubt. Das ist meine Chance. Kann ihn treffen, wenn ich auf den Transformator schieße. Ah,
bist dran. Hey, Adrian, ich bin Spider-Man. Was soll dieses Gebrabbel? Keiner kapiert meine Witze. Unsere Fehde endet heute, Insekt. Fehde? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen. Mann, da habe ich echt was missverstanden. Ich muss dich vernichten. Super! Du hast meinen Witz kapiert. Damit versüßt du mir wirklich den Tag. Danke dafür. Mal im Ernst, es war schöner, als ihr Einzelgänger wart. Wie weit man mit Teamwork kommen kann. Was? Der Elan der Jugend, die Weisheit der Erfahrung. Eine gute Paarung. So wie Öl und Wasser, klar. Mist. Sorry, wie? Nächstes Mal bist du dran. Meine Chance. Ich brauche eine Pause. Übernimm du, Elektro. Kein Problem, Wee. Klar, dass ich nur mit dir spiele, oder? Schmeißt es mich runter. Und warum ist das Ding wieder aufgebaut gewesen? Aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Still!
sicher nicht unkeln, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Überfordert ist. Mir ist klar, dass ich nur mit dir spiele, oder? Nur noch einer übrig. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt, Adrian? Ein Dutzend Mal? Zwei? Einmal zu oft! Das hier ist dein letzter Walzer! Bist du dran? Zu ihm ran und ihm... Was ist los? Electro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir, ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt. Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Genau, warum behalten und rückverfolgen und einfach kaputt machen? Ich hasse es, wenn sie sich verbünden. Ich muss durchatmen. Wie spät? Oh Mann. Ich muss Yuri Bescheid sagen. Yuri, Vulture und Electro sind erledigt. Jetzt noch vier. Hab's gesehen. Und sein Dach am Times Square ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen. Vulture und Electro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Wohl etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du gehst ja wohl Scorpion holen. Ja, die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Ohne sauberes Wasser sind wir am Ende. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Hört sich gut an. Die kriege ich später. Weißt du, was mir an dir gefällt, Kleiner? Du wirst immer besser. Danke, gruseliger Stalker! Nenn mich Taskmaster. Weil du mir Aufgaben stellst? Wie kreativ!
eine Gruppe Söldner verübt in der ganzen Stadt Verbrechen. Diese Söldner sind nicht vielleicht rein zufällig deine Söldner, oder? Nein. Ich weiß nur, dass man sie für ihre Arbeit gut bezahlt. Es sei denn, du hältst sie auf. Was hast du davon? Ich darf zusehen und lernen. Noch mehr Herausforderungszeug. Gucken wir jetzt mal den neuen Anzug an. Tempoanzug. Gucken wir mal, wie schnell er schwimmt. Na, ja, von den anderen Sachen will ich gar nichts. Ist jetzt noch zum Central Park, den See untersuchen. Das hier, ne? Das. Naja, dieses Faustsymbol und diese... Keine Ahnung, soll das Ninja-Maskentypen irgendwas sein? Ich sollte Miles anrufen. Hey Pete, alles okay? Das wollte ich dich fragen. Mir geht's gut, aber du und May seid mittendrin. Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tue lieber was, als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt, weißt du? Ja, verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Das gilt besonders für May. Keiner kann diese Frau zu einer... Der Wasserspeicher. Aber wo ist Scorpion? Das sehe ich mir genauer an. Wenn ich ein Söldner in einem Skorpionkostüm wäre, wo wäre ich dann? Hinter dir! Ginge es nach mir, wärst du tot. Aber Octavius zahlt und er will dich foltern. Das respektiere ich. Mist! Was hat er mir da gespritzt? Wow, was zum... Ist das ein See aus Gift? Kann nicht sein. Das kann nicht real sein. Muss das Gift sein. Aber ich darf kein Risiko eingehen. Ich muss an einen höheren Ort und analysieren, was er mir gespritzt hat. Erstmal sicher. Ich muss das Nervengift analysieren und ein Gegengift mischen. Scorpion hat es verbessert. Halluzinogenes Nervengift.
Mein Gehirn erschafft Schrecken, die mein Körper für echt hält. Schnell, ich muss ein Gegengift mischen. Zuerst brauche ich ein natürliches Steroid. Extrakt der Eclipta alba Pflanze sollte gehen. Das ESU-Gewächshaus ist in der Nähe. Hoffentlich ist jetzt Saison. Gewächshaus! Im Gewächshaus sollte ich Eclipta alba finden. Da ist sie. Aha. Wo ist sie hin? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Kann beides sein. Doc? Alter. So ein Schwachsinn. Das ist jetzt, wie heißt der Typ hier bei... Das sind nur stärker werdende Halluzinationen. Du stehst das durch. Doc? Sie klingen... Das ist jetzt wie bei Batman Arkham City? Wie Scarecrow, einfach mit Halluzinogene rumspielen und... Wie damals, bevor die neurale Schnittstelle integriert wurde? Meine Obsessionen waren immer da, aber mit der Schnittstelle wurden sie ganz mein. Ich muss das in Ordnung bringen. Sie. Irgendwie. Ach, wieder. Immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es hoffnungslos ist. Sie ahnen ja gar nicht, wie oft ihr Optimismus mich weitermachen ließ, wenn die Lage düster wirkte. Ich werde sie vermissen. Wirklich. Tut mir leid, Doc. Tut mir so leid. Ja, ja. Es tut Ihnen leid, aber Sie lassen es zu. Da fragt man sich nach Ihren Prioritäten. Ich meine... Warum sollten Sie zulassen, dass ich mich vernichte, wenn ich Ihnen wichtig bin? Ich kann Ihnen helfen. Das neurale Netz beeinflusst Ihren Geist. Da ist der Eclipta alba. Die Pflanze hilft kurz, aber für ein dauerhaftes Gegengift brauche ich ein Antitoxin. Eine von Harrys Forschungsstation entwickelt ein synthetisches Atropin. Okay, ich gehe mal kurz dahin und schneide den Weg raus. Jetzt nur noch das Gegengift mischen. Geht wohl wieder zurück ins Labor. Na, mach da. Und fast geheilt. Sorry wegen der Pläne und so. Oh, Spitze, keine Sorge. Es kommen noch mehr Überraschungen. Wir werden uns schon sehr bald wiedersehen. War ja klar. Vorsicht vor den Stacheln. Die Zeit aus. Ich muss das Gegengift mischen.
Endlich. Das Ende. Ich denke nicht. Du bist jetzt in meinem Reich. Du bist wie Osborn. Du willst mein Genie stehlen. Alles, was jetzt passiert, ist deine Schuld. Ich wusste, du lachst über mich. Ihr alle hinter meinem Rücken. Ihr werdet... Meinst du, ich vergesse dich? Scorpion, bist du echt? Halt still. Das ist meine dann Schuld. Weißt du's. Noch eine Halluzination. Zumindest mit imaginärem Glaskinn. Doch, wird! Jetzt weiß ich, dass du mich nur ablenken willst. Komm doch! Ich muss ihn angreifen, wenn er stehen bleibt. Du bist ein Loser! Einer weniger! Diese Welt besser dran. Und das weißt du. Ich muss ihn erledigen und mich konzentrieren. Schwer zu treffen, wenn er sich bewegt. Toller Held. Alle um dich herum leiden. Das ist wie mit Internet-Trollen. Man haut einen um. Verbiegen. Sehr schön. Nur noch ein paar. Meine innere Stimme ist echt mies drauf. Noch einer weniger. Schon bemerkt, dass es MJ besser geht, wenn du nicht da bist. Denk mal drüber nach. Würde lieber gegen den echten Skorpion kämpfen, als gegen mein Gehirn. Noch einer! Jeff Davis ist deinetwegen tot. Du hast die ganze Familie zerstört. Ein Trip in meine Schuldgefühle. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich kann kaum noch stehen. Da, die Zentrifuge, die ich brauche. Endlich. Ich spüre. Das sollte reichen. Wo ist mein Anzug? Das war wohl etwas zu viel Dekontaminierung. Ich zieh mir lieber was an. Viel besser. Ich leg dann mal los und vergesse, dass das hier passiert ist. The heck? Ich bin nicht fit. Ich muss das Gift aus dem Körper kriegen, bevor ich mir die anderen Schurken vornehme. Zeit für eine kleine Runde. Gib auf! Du!
MJ, hey, darf ich dir mal eine heikle ethische Frage stellen? Wann ist es okay, einen Freund aufzugeben? Oh wow, Pete. Du denkst an Otto? So offensichtlich, hä? Huh? Ja, aber unverständlich. Der edle, großzügige Teil von mir will nie sagen, ein wahrer Freund ist immer da, auch wenn jemand vom Weg abkommt. Aber in Ottos Fall, ich weiß es nicht, Pete. Abgewimmelt. Muss vorsichtiger sein. Ob der Otto Octavius, den du kanntest, noch da ist oder nicht. Oder ob er jemals da war. Ja. Ja. Danke, MJ. Ich muss über einiges nachdenken. Ruf mich jederzeit an, Pete. Ich bin für dich da. Getan? Gut, erzählt das euren Freunden. Oh, okay, die kommen nicht wieder. Heißt ja nicht, dass er so cool ist. Können nicht einfach die Story weitermachen. Okay, such die Story. Okay. Dann sehen wir uns da wieder. Ich muss mir Scorpion schnappen, aber ich habe Tante May seit dem Brand nicht mehr gesehen. Ein kleiner Halt bei Feast sollte drin sein.